Guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Wir haben letztes Mal im kleinen Dorf Dierfurt aufgehört, wo ich über eine Quest gestolpert bin, die wie für mich gemacht zu sein scheint. Fürst Harrond vermisst seine Tochter Elis, die schon seit Tagen nicht gesehen wurde. Und die gute Frau war auf dem Weg, verheiratet zu werden. Deswegen gehe ich davon aus, sie hat sich hier im Dorf irgendeine Liebschaft angelacht und versteckt sich jetzt absichtlich vor ihrem Vater. Und das soll meine Aufgabe sein. What is it? Das Buch, also mein Tagebuch, hat mir gesagt, ich soll doch einfach mal Leute befragen. Also warum befragen wir nicht Dengler? Der scheint hier der Wirt zu sein. Welcome! Ah ja, viele Optionen. Der Schankwirt fährt mit einem schmutzigen Lappen in einen Krug hinein. Na, da weiß ich doch direkt, woran ich bin hier. Meine Art von Kneipe. Seine unter dichten Augenbrauen liegenden Augen sind müde, aber trotzdem wachsam. Als du dich dem Tresen näherst, nickt er dir kurz zu, so wie es nur ein Wirt kann. Kaum Reisende hier in letzter Zeit? Kann ich dir mit was helfen? Ich bin mir sicher. Du hast dich vorher mit dem Edelmann gestritten? Ich würde dich gerne dazu befragen. Er schaut vom Polieren seines Bierseidels hoch und blickt finster in Richtung des Fürsten. Die Leute hier sind anständig, sie kümmern sich um ihren eigenen Kram. Wenn du deine Nase hineinstecken willst, dann rede doch selbst mit ihm. Ja, aber da komme ich gerade her. Ich wollte wissen, ob du was über seine Tochter weißt. Aha. Da ist schon mal eine Wahrnehmungsoption, die erbärmlich tief ist und ich kann sie trotzdem nicht erfüllen. Er legt die Stirn in Falten und zuckt mit den Achseln. Euer Hochwohlgeboren sagte, dass sie gestern verschwunden ist. Er wischt ein Bierseidel mit seinem zerfetzten Handtuch ab und dreht es mit schnellen, ruckartigen Bewegungen. Meine Güte, jetzt ist das Handtuch nicht nur zerfetzt, also nicht nur dreckig, sondern auch noch zerfetzt. Meine Güte. Mehr als das weiß ich nicht. Wie diese Fürstenbastarde ihre Angelegenheiten erledigen, geht mich nichts an. Okay, ich habe genug Kohle. Lösen wir das Problem auf die Art und Weise. Vielleicht kann ich dich überreden? Mit ein bisschen Geld? Er guckt dich finster an. Steck das Kupfergeld weg. Ich verdiene mein Geld mit ehrlicher Arbeit. Das reicht für mich und das sollte auch für jeden anderen reichen. Du aber bist wie dieser Fürst. Du schüttelst deinen Geldsäckel und denkst, damit kannst du die Erlaubnis der Götter und Gestandenen erkaufen. Immerhin. Er hat mehr geplappert. Also, was meinst du? Was hat der Fürst gemacht? Hat er sich die Erlaubnis der Götter und Gestandenen gekauft? Und, was hat das mit der Hochzeit seiner Tochter zu tun? Er schüttelt seinen Kopf. Ah, ehrlich habe ich auch nicht. Okay, das ist ziemlich bedrückend. Schau mal, ich will keine Schwierigkeiten mit dir, mit ihm oder mit sonst irgendjemand. Ich warte nur darauf, dass er meinem Ale überdrüssig wird und aufbricht, damit hier alles wieder so wird wie vorher. Aber es wird nicht so wie vorher. Zum Glück bin ich nicht ehrlich, aber ich bin wenigstens wohltätig. Also werde ich nicht tatenlos zusehen, wie ein unschuldiges Mädchen zu Schaden kommt. Oh ja, das würde Brak jetzt sagen. Das passt. Danke, Spiel, du verstehst mich. Er lehnt sich auf den Tresen und seufzt. Dieses Mädchen, Elis, sie wollte verschwinden. Du hättest sie sehen sollen. Wie ein Schaf im Schlachthaus hat sie die Tür angeglotzt. Nichtsdestotrotz hat sie kaum mit jemandem gesprochen. Der Einzige, mit dem sie gesprochen hat, war Tirgil. Ja, so sage ich den Namen. Er nickt in Richtung des Ostfensters. Seinen Laden kannst du bei dem eingestürzten Turm finden. Der Kerl ist recht cholerisch, ich würde dir raten, die Angelegenheiten auf sich beruhen zu lassen. Wie ich schon sagte, es zahlt sich nicht aus, in den Angelegenheiten anderer Leute herumzuwühlen. Na, das entscheide ich schön selbst. Also mach's gut. Haha, ein Nachtrag. Oh, Tirgil ist der örtliche Gerber. Oh, ein Gerber ist auch nicht unbedingt der beste Beruf. Well? Aber vielleicht hat mich der Baldur's Gate 2 verdorben. Da ist der Gerber nämlich ein ziemliches Arschloch. Ja. aber, ja, wobei, Gerber.
Ist nicht der einfachste Beruf, sagen wir es mal so. Also ich möchte nicht unbedingt ein Gerber sein, aber ich weiß auch nicht, was ich in einer Kultur, die noch so auf Handwerksgilden aufbaut, was ich da überhaupt gerne sein möchte. Wahrscheinlich höchstens König. Ja. So, dann wollen wir mal. Oh, ah ja, seit Tagen verschwunden. Bla bla bla. Wir gehen jetzt zu dieser Lederei. Und wenn der nicht mit mir reden will, dann werde ich einen vom Leder zwiebeln, dass es wehtut. Okay. Anscheinend riecht er die Gerbsäure. Die soll wohl ziemlich stinken. Vielleicht ist es auch deswegen gerade der beste Platz, sich zu verstecken vor einem adligen Vater. Aha! Wer steht denn da? Ah ja. Du kümmerst dich um die Kunden. Ich sehe da schon ein verstecktes Etwas. Ah ja. Soll ich da mal draufklicken? Ich glaube, ich werde zuerst mit ihm reden. Hello. Ha, hallo. Ein kräftiger, breitschultriger Mann wischt sich seine Hände an seiner Hose ab. Er stinkt nach demselben übelriechenden Gemisch, das aus den Fässern aufsteigt. Und seine Arme sind mit Farbe beschmutzt. Möchtest du etwas Leder kaufen? Vielleicht. Zeig doch mal her. Klar. Schauen wir erstmal. Ja. Regeneration. Das wäre halt nur im Kampf gut, nicht? Mehr Ausdauer alle 3 Sekunden, das. Weißt du was? Wisst ihr was? Ich glaube, ich kaufe mir diesen Gürtel. Vielleicht auch diesen Gürtel. Ich kaufe mir beide Gürtel. Ich weiß nämlich gar nicht, ob meine Leute überhaupt alle Gürtel haben. Und so viel Geld ist es nicht. Und ich beschäftige mich sowieso zu wenig mit meiner Ausrüstung. Also, Eda, hast du einen Gürtel? Und wenn ja, was kann der? Ah ja, der kann schon ziemlich viel. Okay. Wie sieht's bei dir aus, meine edle Maid? Du hast keinen Gürtel. Das heißt, du bekommst den Troll-Regenerations-Super-Duper-Gürtel. Der passt doch gut zu deinem Flammenschwert. So, dann habe ich jetzt noch diesen weniger kritischen Schaden durch kritische Treffergürtel. Ich denke, den schnallen wir einfach mir selbst um. Ja. What is it? Dann habe ich endlich einen Gürtel zum enger schnallen. Die Frau ist bestimmt da drin. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas Bescheuertes. Ich würde gerne dich befragen zu der Adligen, die verschwunden ist, zu Elis Harrond. Kannst du mir da irgendwas erzählen? Er zuckt mit den Achseln. Nur, dass die Männer ihres Vaters auf der Suche nach ihr Türen eingetreten und für Ärger gesorgt haben. Ich selbst habe sie nie getroffen. Hahaha, ja. Nie, hä? Das ist überaus merkwürdig, denn der Wirt sagte mir, dass ihr beiden euch kennt. Und Wirte lügen nie. Er schaut dich an und grinst langsam. Ihm entgeht nicht viel. Was genau hat er dir gesagt? Wieso sollte ich dir das verraten? Ich will dich befragen, nicht du mich. Aber er hat schon gesagt, dass sie gerne Ablenkung gesucht hätte. So habe ich das auf jeden Fall verstanden. Sie wollte nicht unbedingt verheiratet werden. Ihr Vater hat sie hierher geschleift, um sie irgendeinem Provinzadligen anzuhängen. Also, sie suchte nach etwas Ablenkung. Und ich kam ihrem Wunsch sehr gerne nach. Vor ein paar Nächten schlichen wir uns für ein paar ungestörte Stündchen, ach lüg doch nicht, über den Fluss, nur um dort herauszufinden, dass wir gar nicht alleine waren. Ein Oger, der noch ungeheuerlicher als Winfriffs Geschichten war, sprang aus dem Wald. Und wir waren so im Überschwang des Augenblicks gefangen, dass wir ihn nicht bemerkten, bis er uns erreicht hatte. Oh-oh. Bevor ich noch meine Hosen hochziehen konnte, schnappte er sich Elis und verschwand mit ihr in der Nacht. Sehr gute Idee, das untere zu sagen. Warum er es nicht ihrem Vater gesagt hat, weil er ein Feigling ist wahrscheinlich. Und aus dem echten Grund, dass sein Vater ihn wahrscheinlich auch umgebracht hätte dann. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn der Gerber zugibt, mit der Tochter geschlafen zu haben und dann noch zugelassen zu haben, dass sie von einem Oger entführt wurde. Was soll er denn da dem Vater sagen? Aber hey, erstmal, ich benutze meine hohe Wahrnehmung.
Versteh mich nicht falsch, aber in diesem Laden riecht es wie in einem Plumpsklo. Und zwar einem benutzten. Und ich soll dir wirklich glauben, dass die Tochter eines Fürsten mit dir in den Wald gegangen ist? Tirgil macht ein böses... Treigel macht ein böses Gesicht. Züge deine vorlaute Zunge. Ich glaube nicht, dass man das richtig verstehen kann, Fremder. Ja, ich verstehe Frauen auch nicht. Also hey, ich wollte dich nicht beleidigen. Ich will nur, dass ich die Frau finde. Ich suche nur die Frau. Er kneift seine Augen zusammen. Wie ich schon sagte, der Oger ist zusammen mit ihr verschwunden. Hat sie wahrscheinlich in sein Versteck mitgenommen, wo auch immer das sein mag. Er schätzt dich mit seinem Starren ein. Sie könnte noch am Leben sein. Ich bin nicht in der Lage, sie zu befreien, aber dieser Harond sieht so aus, als ob er für jeden, der sie finden kann, ein paar Kupferstücke übrig hätte. Er kratzt sich mit rot und gelb verschmutzten Fingern an seiner Wange. Andere hier haben den Oger östlich des Dorfes gesehen. Erst vor ein paar Tagen hat er sich fast alle von Rumbalds Schweinen geschnappt. Wenn ihn jemand finden würde, gäbe es in Deerfurt jede Menge dankbare Leute. Okay, gut, das ist doch schon mal wichtig zu wissen. Da du hier wohnst, was ist in dem eingestürzten Turm? Er ist eingestürzt. Nichts. Er rollt seine Augen nach oben und zuckt mit den Achseln. Ein paar Häute auf Streckgestellen und der Talggestank, über den Dengler immer schimpft. Der Rest der Burg ist Staub. Genau wie diese dumme Lady, Tainu, die versucht hat, sie zu halten. In der Schenke gibt es einen Baden, der dir bei Bedarf die ganze verdammte Geschichte erzählen wird. Okay, vielleicht machen wir das. Aber erstmal will ich noch nach Nifre fragen. Vor dem Dorf warten ja eine ganze Menge an Kopfgeldjägern. Auf diese Frau, die angeblich irgendwelche Morde begangen hat. Aha, dazu hast du mir nichts zu sagen. Na gut, dann werde ich jetzt auf dich klicken. Okay. Hey. Du willst nicht, dann klicke ich jetzt. Oh. Nehmen wir mal mit. Den Alright, Schlüssel then. Des Gerbers, wahrscheinlich für diese Tür. Ja. Okay, ich speichere das Spiel, wir gehen durch die Tür. Of course. Was soll das werden? Das ist mein Schlafzimmer, da hast du nichts drin verloren. Das gilt für dich und für Rarons Stiefellecker. Okay. Was machst du? Bei den Augen des Bildnisses. Saban, halt ihn auf! Mit wütenden Augen hebt er seine Axt hoch. Okay. Ich bin mir nicht komplett sicher, was ich hier gerade getan habe. So much for you. Aber wir können ja mal gucken, ob ich die Frau finde. Oger von wegen. Habe ich hier gerade jemanden ermordet, quasi? Naja, mal schauen. Mal schauen. Yes. Er war mir verdächtig, ja. Und er hat mich angegriffen, als ich in seinen Privatbereich wollte. Was vielleicht eine normale Reaktion war, aber es war eine dumme. Ja, irgendwas hat mich an ihm nicht... Irgendwas hat mir an ihm nicht gefallen. So, das ist Jonas letztes Tagebuch. Das klingt schon mal nicht gut. Mein Sohn, morgen werde ich zum Bildnis. Morgen werde ich zu Skaens Verkörperung auf Eora. Morgen erstickt mein Meister an seiner eigenen Peitsche. Was ist das für ein Tagebuch? Monatelang haben wir uns als geheime Konklave getroffen, um den Niedergang unseres Grundherrn zu planen, während wir die Felder bestellt haben, als wären unsere Herzen voller Zufriedenheit. Skaen lehrt uns, mit dem Verstand zu planen, während unser Gesicht unbeteiligt bleibt. Unergründlich. Gerecht können nur jene kämpfen, die Armeen besitzen. Hey, das ist eine gute Taktik. Eine andere Taktik haben ja Leute auch gar nicht, die eben keine Armeen besitzen. Es ist ja nicht, dass man so eine Art fiese, hinterhältige Guerillataktik, wie wahrscheinlich hier gleich beschrieben wird, verwendet, weil man keine, weil man böse ist, sondern einfach, weil man nur diese Mittel hat. So. Der stille Sklave ist unser Schleifstein, unser Fokus. Indem wir ihn anbeten, findet unsere Sache Fokus, Klarheit und Möglichkeit. Morgen erstickt mein Meister an seiner eigenen Peitsche.
Wenn du das liest, bin ich tot. Ich bete, dass Skaen mich nicht aufgibt, weil ich von meinem Plan spreche. Doch ein Sohn verdient es zu erfahren, wie sein Vater starb. Denn ich habe mich freiwillig als Bildnis gemeldet. Skaen wird in meinen Körper fahren und das einfache Fleisch dieses alten Bauern als Marionette göttlichen Zorns nutzen. Wow. Ich wurde rasiert und gesalbt. Morgen früh werde ich nur noch dem Namen nach dein Vater sein. Meine Männlichkeit wird entfernt. Meine Nase und meine Ohren werden entfernt. Meine nutzlosen sterblichen Augen werden durch Feuersteine ersetzt. Wow. Durch die Skaen die Welt sehen kann. Heftig. Mein Sohn, es tut mir leid, dass ich dich seit einigen Monden belogen habe, doch Skaen verlangt Geheimhaltung. Selbst deine Mutter weiß nichts von meinem heimlichen Dienst am stillen Sklaven. Verfluche meinen Namen, wenn du musst, aber weine niemals um mich, denn ich sterbe, um unsere Gemeinschaft zu verbessern und die Korruption unseres Meiern vom Angesicht der Eoras zu tilgen. Morgen wird mein Meister an seiner eigenen Peitsche ersticken, denn morgen werde ich zum Bildnis. Wow, 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 wow. Komm, Tagebuch-Update dafür, oder? Das muss doch zu irgendeiner Quest gehören. Heftige Kacke hier. Well. Gehen wir mal da runter oder hoch, ist mir egal. Ich hab schließlich schon zwei Leute umgebracht, um da hinzukommen, also kann ich auch das genauso gut jetzt erforschen. Wäre ja komisch, wenn ich mich jetzt umdrehen würde und sagen würde, nee, interessiert mich nicht mehr. Aber der Gerber ist schon mal tot. Das war vielleicht ein bisschen voreilig von mir. Aber da sind wir jetzt reingestolpert. So, was haben wir denn jetzt hier? Unter Dierfurt habe ich eine Art Ruine gefunden. Um was es sich dabei handelt, ist nicht klar. Aber auf die Wände wurden Symbole von Skaen gemalt und auch in die Tunnelwände geritzt. So, dann schauen wir nochmal, welcher Gott das genau war. Der Gott des Trotzes, der gewaltsamen Rebellion, des geheimen Hasses, der Verschwörung, der Missgunst und des Neids. Oft als entstellter und vernarbter Sklave dargestellt, wird oft von den Unterworfenen und Mittellosen verehrt. Uhuhuhuhu. Heftiger Gott. So, und wir erkunden jetzt dieses Teil hier unten. Lauft. Lauft. Manchmal beim Speichern des Spiels hört übrigens mein Video auf. Das ist eine ganz komische Geschichte hier, das Spiel. Naja. Okay, hier hat kürzlich jemand geschlafen. Ich suche mal nicht nach Fallen, weil es war ja hinter einer verschlossenen Tür und... Ich denke nicht, dass hier irgendwelche Fallen angebracht sind. Zumindest nicht direkt im ersten Level, wo die Leute auch schlafen. Angriff! Vor Steinkäfern habe ich doch keine Angst. Der Steinkäfer, der will gar nichts von mir. Aber zu dir kommen wir auch noch. Ja, zu dir kommen wir. Hey. So, dann wollen wir mal arkane Explosionen darunter zaubern. Die sind ja immer gerne gesehen. Ich liebe arkane Explosionen. Und nochmal. So much. Noch nicht tot. Oh. Paliginas ist zuerst gestorben. Interessant. Hi? Warte mal, aufsteigen? Stand er gerade aufsteigen? Ja, Rocket hat ein Level Up. Oh mein Gott, hey. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Speichern. Und Level Up. Sodala. Wollte ich Wissen weiter steigern, würde sich anbieten, dann gehen die Punkte genau zu Null aus. Athletik habe ich ja mittlerweile hoch genug, die Leute werden nicht mehr so schnell müde wie früher. Also steigern wir Wissen nochmal auf 12. Ich glaube, eine gerade Anzahl ist besser auch als eine ungerade. So, jetzt bekomme ich Stufe 5 Zauber. Mein Gott. Yep. Was haben wir denn da? Archemirs wundersame Folter. Würde zu mir passen. Eine Frostexplosion. Naja, das könnte doch. Das klingt so nach Kältekegel. Das ist so ein Zauber, den verstehe ich. Kältekegel. Behalten wir im Hinterkopf. Verschlummern. Aha. Damit kann ich Leute einschlafen lassen.
Eine Seelenlanze. Oh ja. Erzeugt eine Pike aus reiner magischer Energie, die Stichschaden zufügt und wie ein Zauberstab eine Explosion verursacht, die nur Feinde verletzt. So, damit beschwöre ich also für 60 Sekunden eine Waffe. Eine richtig gute Waffe, kann das sein? Was steht denn da? Das Ziel? Er leidet 29 bis 44 Stichschaden. Sehe ich das richtig? Aber dann auch noch Wucht durch die Explosion. Könnte interessant sein, diese Seelenlanze. Eine heimtückische Wolke, eine Todeswolke sozusagen. Das kann man mal mitnehmen, eventuell. Die bittere Bindung. Nervenaufreibender Terror, ein Flammenstrom. Oh ja, das wäre doch was, oder? Entfesselt ein schreckliches Flammeninferno um den Zauberwirker herum. Ah ja, das klingt so nach Sonnenfeuer. Alles Baldur's Gate 2 Zauber, die ich jetzt hier erwähnt habe. Aber ich denke, die meisten, die das hier schauen, die wissen, was Baldur's Gate 2 Zauber sind. So, ich denke, ich werde die böse Wolke lernen und ich glaube, die Seelenlanze. Das klingt irgendwie sexy. Ja, erledigt. Aha, und Stufe 1 Zauber können jetzt pro Begegnung eingesetzt werden. Well? Hätte ich fast vor Aufregung meine Zunge verschluckt gerade. Dann schauen wir doch mal, ob wir eine Begegnung... Ach nee, da oben ist eine Kiste. Die habe ich ja komplett... Ich muss mal mehr aufpassen. What? Ich muss mal mehr aufpassen. Wo ist im Schatten versteckt? Da. Ist hier noch eine Kiste, die ich irgendwie übersehen habe? Nee, sieht nicht so aus. I can do that. Ach ja. Nutzloser Krempel da. What is it? Das mit den Rastvorräten, das... ist ein System, da bin ich nicht von überzeugt, um ehrlich zu sein. Weil in der Regel... Oh, Geheimtür. Sowas von Geheimtür. In der Regel hat man ja genug Gelegenheiten zum Rasten in Gaststätten. Man könnte ja jederzeit den Dungeon verlassen, zur nächsten Gaststätte laufen, da rasten und dann wieder zum Dungeon zurückkehren. Okay. Wahrscheinlich kann ich die von... Nein. Wahrscheinlich kann ich sie von der Seite nicht öffnen. Muss ich irgendwie das Gebäude finden, in dem diese Wand ist. Es könnte ja durchaus ein Gebäude sein, was irgendwo in der Stadt steht. Hallo. Das sind Skaen-Tempel-Fanatiker und Skaen-Tempel-Wachposten. Also nehme ich mal an, dass hier ein Tempel von Skaen auf mich wartet. Ja. Und du auch. Arkane Explosionen. Und jetzt können wir übrigens natürlich auch magische Geschosse benutzen. Schließlich kann ich so viele wie ich will pro Begegnung einsetzen, richtig? Richtig? Ich probiere es einfach mal aus. Ich werde mit Brakett die Zauber leer zaubern, so schnell ich kann. Und dann mal schauen, ob ich die gleich wiederbekomme, wenn der Kampf vorbei ist. What is it? Ja, da sind sie wieder. Das ist so cool. What? Warum bist du verletzt, Kana? You can trust. Was hast denn du schon wieder gemacht für einen Quatsch, hä? Well. Während ich hier beschäftigt war mit Brakets Coolheit. Naja, eine Falle. Das kommt nicht ganz unerwartet. Ein Topaz und zwei Dietriche. Kannst du mal direkt in dein eigenes Inventar nehmen. So, wie groß ist denn eigentlich dieses Gebiet? Es geht, aber ich denke, wir machen trotzdem nächstes Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.